Das ist sozusagen die sogenannte Location, wo das alles begonnen hat. Ne? Wir haben damals schon irgendwie sozusagen unseren kleinen Vogel gehabt und haben das als Bühne benutzt, da herum den Balkon, und haben dann Kinder in der Umgebung eingeladen. Und wir haben da herum ein Theater gespielt und haben eine Art Mischung gemacht zwischen Ritter, Indianer und Kriegsschiff. Da haben wir die Gasmasken, die wir gefunden haben vom Krieg, die haben wir vom Zweiten Weltkrieg, die haben wir aufgesetzt und mit hinten an Bienen Honigtransportkübel, den man umschnallen konnte. Das hat ausgeschaut, also nicht hat ausgeschaut, aber das war unser Taucherfloschen. Und haben uns da runtergelassen und da auf der Terrasse sozusagen war der Meeresgrund. Und auf dem Meeresgrund sind wir dann sozusagen wie so Taucher, aber gegangen natürlich, nicht, weil man ja nicht schwimmen kann. Da. Also sind wir da so sozusagen langsam in Zeitlupen gegangen und haben da unsere Sponte-Theater durchgezogen. Und wenn wir wieder rauf wollten, dann sind wir einfach verschwunden und hinten bei der Haustür rein und wieder oben auftaucht. Und das waren so unsere Bühnenaktionen, unsere ersten. Die Bühne hat sich durchgezogen, offenbar, ja. Also ich weiß auch nicht warum. Aber es hat schon seinen Reiz. Also der Sound, den ersten Sound sozusagen, den amerikanischen Sound, wenn man das so sagen kann, Rock'n'Roll, Elvis Presley, Bill Haley und ähnliche, das war in dem Haus da. Und da hat er Untermieter gewohnt. Und der hat so nach 6 Jahren auf Nacht immer die Fenster offen gehabt im Sommer und hat volle Bulle Rock'n'Roll gespielt. Das war irgendwie so sein Abendstimmung, seine Einstimmung, und das war ziemlich laut, also für damalige Verhältnisse halt zumindest. Es war ja ruhig da, weil man muss sich vorstellen, es waren nur Felder, es waren nur Wiesen, und da sind die Heimandeln gestanden, und wir sind Mandel gekupft und Verstecken gespielt und Fanger gespielt, was man halt als Kind tut, und da ist der Rock'n'Roll rausgekommen. Das war so 56, 57, 58. Und ich denke, dass das dann so, also das hat ja dann so angefangen, das war so ein Sommer, so wie heute, irgendwie waren es, wie ich mich so richtig erinnert, glaube ich, waren es zeitweise ziemlich fad. Wir haben im Sommer immer Stämmen da, also so mit so Gewicht erheben und so, und als Burm und alles mögliche, Fußball gespielt. Irgendwann kam eines Nachmittags die Idee, dass wir eine Band gründen. Und ich habe kein Instrument gespielt und wir waren zu dritt, und der Hans hat auch kein Instrument gespielt, nur der Gock hat Ziehharmonika gespielt. Und so haben wir eben angefangen, da haben wir gesagt, sind wir ins Kinderzimmer gegangen, und dann haben wir mal probiert, was da geht, und da haben wir gespielt Red River Rock auf der Ziehharmonika, und ich habe gesungen, ich wollte eigentlich Sänger sein. Und irgendwie ist das eigentlich gleich einmal abgebrochen worden. Ich glaube, wir haben es nicht einmal zweimal probiert. Wir haben gesagt, also mit dem Singen wird es nichts. Das haut nicht hin. Also da habe ich, also das war grottenschlecht, glaube ich, sicher. Dann haben wir gesagt, gut, Schlagzeug wäre natürlich eine super Geschichte, nur wenn ich gewusst, wie ein Schlagzeug ausschaut. Jetzt haben wir in die Bravo-Hefteln nachgeschaut, wie das ungefähr ausschauen könnte. Haben auch eins gefunden, also abgebildet. Nicht? Jetzt sind wir hergegangen und haben angefangen, eins selber bauen. Also das heißt, ich hab daheim von der Holzlag ein Christbaumkreuz geholt und einen Besenstiel, das haben wir dann abgeschnitten und in einer Sitzhöhe so ein Ding gemacht, so einen Ständer gemacht. Und die Mutter von den anderen beiden Freunden, die Frau Ziller, die hat einen Kreislerladen gehabt. Und da gab es ja noch die Gurkendosen, die großen, wo man die Gurken einzeln kaufen konnte. Und so leere Dosen habe ich mir da gesucht bei dem Geschäft. Haben wir auch gekriegt. Und nur haben wir da ein Föhl gebraucht.
Und um das zu bespannen, sind wir zum Schuster Wimmer gefahren und der hat uns dann freundlicherweise, ich weiß nicht, da haben wir glaube ich 2 Schilling oder was gezahlt, hat er uns Rauleder mit Ösen reingemacht. Und wir haben nachher diese Gurkendosen so bespannt, dass wir das Rauleder drüber dann haben und mit einer Schnur so umwickelt haben, so unten durch, über Kreuz und mit einem Holzzweckerl so lang Draht, bis sie das oben gespannt hat. Also das hat bup bup gemacht. Und eigentlich waren es 3 verschiedene Sounds, die haben bup bup und bup bup und bup bup. Also mehr war das nicht. Ne? Und da an der Kreuzung, das ist nämlich auch insofern interessant, meine, das ist nicht bemerkenswert, aber witzig halt, weil der Typ mir da auf der Straßenkreuzung, das war eine Schoderstraße, da ist der plötzlich mit 2 Trommelschlägen gekommen und hat zu mir gesagt, du, das sind Schlagzeugschlägel, echte. Mit diesen Schlägeln spielt der Schlagzeuger von Elvis Presley. Dann hat es mich vollkommen von den Socken gehauen und mir gedacht, Wahnsinn. Also ich hab nicht gespielt mit denen, ich habe auch nicht gewusst, was ich damit tun soll. Bin in die Au gegangen und habe mir die Schlägeln selber gemacht. Da ums Eck haben meine Freunde gewohnt und da haben wir sozusagen unsere erste Band gehabt, da beim Ziller. Naja, und das hat sich dann irgendwie so ganz gut entwickelt, nur das Schlagzeug war irgendwie ein ziemlicher Krampf. Und da kam natürlich auch die Geschichte, dass man sagt, okay, was tun wir, wenn wir Erfolg haben, können wir mit dem Schlagzeug in Kongress ausspielen? Nein. Und zwar wegen die Gurken, weil jetzt haben wir da ein rotes Krepppapier mit da, haben das natürlich unten eingeschnitten und so etwas ausgefranst. Und das hat uns dann ziemlich gut gefallen. Dann haben wir gesagt, okay, so kommt es schon besser hin. Und ich nun wieder in die Schule gegangen bin, letzte Klasse, kamen natürlich auch zu den Gesprächen, hey, was hast du gemacht in die Ferien? Und haben gesagt, wir haben eine Band gegründet und spielen jetzt Jazz. Aha, und was spielst du denn da? Und haben gesagt, naja, Hello Mary Lou. Und andere Dinge, auf die ich mich nicht mehr erinnere. Also das war für uns Jazz. Und wir wollten einfach deswegen unbedingt Jazz spielen, weil das was anders war und weil ich glaube, dass da die Eltern keine Ahnung gehabt haben davon, von der Musik. Ja. Nächster Tatort, Binnenhütte. Im Sommer bin ich ja immer da drinnen gewesen, weil meine Eltern hier oben die Zimmer am Sommerfrischler vermietet haben und ein bisschen Zubrot verdient haben. Und da habe ich immer da unten in der Binnenhütte gewohnt. Und dieses Kabel, das da oben geht, das habe ich damals auch so gehabt. Nämlich da habe ich Strom eingeleitet, damit ich mein Plattenspieler aufstellen kann. Und da haben wir natürlich immer Musik gehört da drinnen. Da sind die Binnenstöcke gewesen, da hat es immer gesummt. Ganz unten am Boden war der Plattenspieler. Da habe ich mir auf eine Luftmatratzen, beziehungsweise dann später eine andere normale Matratzen, da sind wir herhingesessen zu dritt, viert, fünft und haben Musik gehört und haben unsere Träume sozusagen gelebt, in der Hoffnung, dass musikalisch irgendwas bei uns einmal aufgeht. Natürlich ist es nicht beim ersten Schlagzeug geblieben. Natürlich habe ich dann ein sogenanntes richtiges Schlagzeug, also ein ganz normales Drumset gehabt später und habe durch die Welt mehr oder weniger gespielt, in alle möglichen Bands, in allen möglichen Veranstaltungen, Gigs, Hochzeiten, Bälle, was man halt so damals in den 60er Jahren machen hat können als Musiker, wenn man nicht klassische Musik gemacht hat. Und aber in Wahrheit hat mich das gar nicht so wahnsinnig interessiert, nur zeitweise. Ich bin aber dann, auch zum Beispiel durch den Free Jazz, den ich gemacht habe, bin ich dann doch wieder auf den Sound gekommen, den ich gesucht habe. Und das ist eigentlich der Sound, der mehr oder weniger am Beginn mich schon offenbar beeinflusst hat, nämlich im Bienenhaus. Und da schließt sich sozusagen der Kreis. Die Musik, die wir da drinnen gehört haben, war zwar nicht unwichtig, aber die Pausen dazwischen waren offenbar viel wichtiger, nämlich das Summen der Bienen. Und das Summen der Bienen hat mich offenbar so beeinflusst, dass ich zu der Musik gekommen bin, die ich heute mache.